Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Warum entlässt der FC Basel den Raphael Wikinger jetzt? Was ist das Geheimrezept von Peter Zeidler? Und wie wird GC wieder Nummer 1 im Kanton? Die zweite Runde der Superliga ist noch nicht einmal abgepfiffen und schon rumort. Es ist Freitag am Abend um 6 Uhr, das ist das Kickoff. Grüß euch miteinander, schön habt ihr eingeschaltet. Ja, wie immer werfen wir zuerst den Blick auf das Spiel, wo wir heute darüber reden. Am Samstag ist das Zürcher Derby, wo sich GC und der FCZ duellieren. Und dann spielt der Aufsteiger Xamax in Maladier gegen Basel. Und am Sonntag haben wir das Spiel Lugano gegen IB. Thun trifft auf Luzern und der FC St. Gallen spielt gegen Sion. Ihr seht natürlich wie immer alle Spiele live auf Teleclub Sport. Ja, und auch heute bin ich natürlich nicht allein im Studio, zum Glück, weil die Expertenmeinung ist uns sehr wichtig. Herzlich willkommen, Jürgen Seeberger und Josh Bregi. Hallo zusammen. Hallo. Ja, die neue Saison, die ist noch sehr jung und schon hat der erste Trainer seine Posten müssen räumen. Der FC Basel setzt künftig nicht mehr auf Raphael Wikinger. Die zweite Niederlage im Hinspiel gegen Park Saloniki hat es fast zum Überlaufen gebracht. Man wusste, der Druck auf ihm ist riesig. Man wusste, dass man nicht mehr viel leiden. Aber dass es ganz so schnell geht, überrascht viele gleich sehr, Jürgen. Ja, ich kenne natürlich nicht alle Internes, aber es sieht nach Nerven verloren aus. Nerven verloren? Was sagst du, Schmachs? Für mich unverständlich. Also, wenn ich schon den Trainer wechsle, mache ich noch an die letzte Saison. Dass dann nachher der neue Trainer die richtige Mannschaft vorbereiten kann, dass er wirklich vorbereitet auf die neue Saison. Und darum ist für mich ein Schnellschuss. Und es hat ja schon lange gesagt, es gleich schon lang rumort. Und intern ist er ja nicht mehr so viel Rückhalt gehabt. Und das hat man auch gespürt. Er ist jetzt nie jemand vor ihnen gestanden oder ihn geschützt während der ganzen Meisterschaft letztes Jahr. Du hast vorhin gesagt, es sieht nach Nerven verloren aus. Warum hat man die Nerven verloren? Genau. Ja, titellose Saison, viele Entwicklungen, die nicht gestimmt haben, aus der Sicht von der Führung, alles ist neu. Nach dem Häusler und Heiz ist es schwierig, wieder eine neue Führung erfolgreich zu installieren. Das haben die Verantwortlichen jetzt gespürt und der Erste, ja, der darunter zu leiden hat, ist der Trainer. Und das ist natürlich sehr bitter auch für den Raphael Wikinger. Die Entlassung kommt nach dem Hinspiel gegen Park Saloniki und vor dem Rückspiel von nächsten Mittwoch, vom 1. August. Was bedeutet das jetzt für die ganze Mannschaft? Es bringt ja irgendwo wieder ein bisschen Unruhe in das Ganze. Im Prinzip bringt es schon wieder Unsicherheit zum Teil. Ob der Streller hat sicher erwartet jetzt eine Reaktion von der Mannschaft. Und ich meine, das ist eine einfache Sache. Einfach jetzt, der Spieler sagt jetzt, seid ihr dran. Also, wenn er das gesagt hätte, hätte ich ja müssen ahnen, dass die Mannschaft nicht mehr voll hinter dem Wiki gestanden ist. Das ist gesagt, also, wir müssen etwas Neues haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Duo, das die Mannschaft jetzt führen soll mit dem Frey und mit dem Schalibaum. Und das ist eine sehr spezielle Konstellation für mich. Ja, aus meiner Sicht setzt die Führung die Karte Mannschaft. Also alle Pflicht jetzt in die Mannschaft. Der Siegeswille muss, die müssen brennen, müssen rausgehen, die ganz einfachen Tugenden. Es gibt keiner mehr, der kann sich verstecken oder irgendwelche Alibis suchen. Und auf die Karte wird jetzt gesetzt. Das Duo Alex Frey und Marco Schellibaum, das man geholt hat, wer wird in diesem Duo welche Rolle haben? Also im Prinzip ist es ja sehr speziell. Der Herr Schellibaum hat die Diplom und soll Assistent werden. Leute, Medienauskunft, die man hatte, dass der Frey eigentlich der Cheftrainer sein soll und der Schellibaum der Assistent. Und im Prinzip hat man den Schellibaum auch gebraucht, dass man einen Mann hat, dass einer mit Diplom hat. Und wenn man das sieht, weil der Verband gibt ja Übergangslösungen, Möglichkeiten, dass man nicht unbedingt das Diplom haben muss, weiß man nicht sogar, ob das eine längere Lösung sein sollte, die ich nicht unbedingt für optimal finde. Du sagst jetzt eine längere Lösung. Es geht schon neben um Marcel Koller, den man holen könnte. Was für eine Persönlichkeit passt zum FC Basel? Ja, ein erfahrener, autarker Trainer, der sich nicht in Verbindung sieht mit den jetzigen Führungskräften. Das sind Ex-Spieler, Ex-Basler natürlich, die sich sehr gut auskennen. Und es muss eine Persönlichkeit sein, die für sich steht, die eigene Entscheidungen trifft und da natürlich auch die Autorität mitbringt. Da wäre Marcel Koller sicherlich ein Kandidat.
Ja, wer der Nachfolger von Raphael Wicki könnte werden, das haben wir auch von unseren Social-Media-Nutzer wissen. Wir haben eine Umfrage gemacht. Die Herren, die ihr hier seht, kennt ihr alle bestens. Für die hat man abstimmen und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die meisten von den Leute, die abgestimmt haben, haben gesagt, Marcel Koller würde gut zum FC Basel passen, aber auch Christian Gross hat 20% der Stimmen bekommen. Was spricht für Christian Gross, George? Ja, also, mit der ganzen Ehre, die der Christian Gross in Basel hatte, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass er noch mal zurück auf Basel kommt und im Prinzip an seinem Raum, den er hatte, noch mal eine Schicht ankratzen. Du hast gerade etwas vorher sagen wollen. Ja, absolut. Das sind Nostalgiker, ja, weil Christian Gross hat eigentlich den FC Basel wieder groß gemacht. Und als Trainer, die Ära ist unvergleichbar eigentlich. Und hat eigentlich die Mentalität installiert, die jetzt bis zuletzt auch angehalten hat. Und ich denke nicht, dass er das die 10 Jahre noch mal aufs Spiel setzen wird, jetzt mit einem kurzfristigen Engagement. Der FC Basel spielt am Samstag gegen den Aufsteiger Xamax. Was wird das neue Duo an Seitenlinie jetzt verändern? Müssen sie überhaupt gross etwas verändern? Oder reicht schon mal der neue Schwung wegen dem Trainerwechsel? Ja, der Leu muss nicht immer neue Wesen kehren. Gut, das müssen wir dann schauen, ob das so wirklich eintreffen wird. Ich sage, grosse Änderungen werden sie sicher nicht machen. Es wird vielleicht andere Vorbereitungen gemacht. Es wird vielleicht gewisse Sachen verändert, die vorher ein bisschen einfach automatisch waren. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die Männer von der Mannschaft selber her werden sie vielleicht schauen, ob man in welchem System das man spielen will. Das ist im Moment sehr schwierig zu sagen, was effektiv sie werden verändern. Also, alles auf den Kopf stellen kann ich auch nicht. Aber das ist ja die Krux, dass jeder Trainer mit denen arbeiten muss, die da sind. Und die Spieler sind im Moment nicht in dem Formstand oder die Qualität der Mannschaft ist auch nicht so groß, wie man die Zielsetzung angesetzt hat. Und das ist die Krux. Und da finde ich, da ist der Wicki schon ein bisschen auch im. Ein Opfer geworden. Ja, natürlich. Und ein bisschen auf gut Deutsch im Seil stehen lassen. Also, weil die Abgänge sind einfach gemacht worden. Und letztendlich hat er jetzt, die Xhaka ist verletzt, jetzt der rechte Verteidiger hat krankheitshalber aussetzen müssen, der neue Einkauf der Wiedmer. Und ansonsten hat er die Spieler, die da sind. Also nach dem Zufi und Seridi hat er den Huser im zentralen Mittelfeld im Moment. Also es sind jetzt nicht so viele, der Frei muss defensiv spielen in der Verteidigung. Also das ist auch nicht seine optimale Position. Also er hat die Spieler, die er hat. Und auch Oberlin und Van Wolfswinkel sind nicht die Top-Transfer gewesen. Und Frei und Stocker hat man ja mehrheitlich oder mehr erwartet, sage ich jetzt mal. Und das sind natürlich Probleme, die löst nicht von heute auf morgen. Ja, vom FC Basel wechseln wir zum Gegner von morgen, zu Xamax. Für einen Aufsteiger wird es das erste Heimspiel in der Super League. Und es ist eben auch das erste Heimspiel, seit ihr langjähriger Präsident Gilbert Facchinetti gestorben ist. Wir warten sehr einen emotionalen Match. Wir warten auch, dass Maladie ausverkauft wird. Und Raphael Nuzzolo hat etwas Spannendes gesagt. Man spielt in diesem Jahr wirklich für Gilbert Facchinetti. Wie sehr kann so ein emotionales Erlebnis eine Mannschaft zusammenschweissen und weiterbringen? Ja, vor allem, weil es der Nuzzolo selber gesagt hat, dass man dass die Mannschaft schon über das geredet hat und die wollen jetzt wirklich ihm etwas zurückgeben, wenn man es so will sagen. Und ich glaube, sicher ein sehr harter Schlag für die Facchinetti, dass sie abgestiegen sind. Und jetzt ist man doch wieder in dem Ziel, dass man in der Super League ist. Und die Mannschaft wird sich zerreißen während der ganzen Saison. Und wir wirklich das Ziel erreichen, dass sie sich wieder kennen. Und das gibt schon grosse Emotionen, die da frei werden. Der Igor Djuric ist verletzt. Wie schwer wiegt der Ausfall von ihm? Ein wichtiger Spieler in der Abwehr von Xamax? Ein absolutes Stammspiel, natürlich auch Führungsperson. Sie haben eigentlich immer mit der ähnlichen Elf gespielt. Jetzt haben sie mit Nuzzolo und Karlen vorne gespielt. Das war eigentlich eine Veränderung gegenüber der Challenge League. Aber sie sind unheimlich eingespielt. Und von dem her gesehen, kann man nur hoffen, dass sie jetzt einen Ersatz finden, der natürlich klein in die Fußstapfen tritt. Weil der muss wirklich jedes Rädchen ineinander greifen, dass sie auch die Ergebnisse spielen können. Jetzt, jetzt gegen Basel wird natürlich ein heißer Tanz. St. Gallen gegen Sion, das zweite Spiel, das wir heute im Kickoff thematisieren. Die Ostschweizer haben einen super Start in die neue Saison verwünscht. Und sie haben gegen Basel auch ein bisschen überrascht, weil sie sehr hoch verteidigt haben. Unser Taktikfuchs, der Markus Frey, hat die Taktik des FC St. Gallen ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. St. Gallen hat von Anfang an hoch verteidigt, alle Spieler in Ballnähe, das Spielfeld sehr eng gemacht, sodass Basel nicht in Ruhe aufbauen konnte, hektisch geworden ist und dann schnell den Ball wieder verloren hat.
In der zweiten Szene, im Abstoß von Basel, hat St. Gallen 5 Spieler aufgereiht vor dem 16er. Der FC Basel hat nur 2 kurze Anspielmöglichkeiten, links und rechts, die beiden Innenverteidiger. Dann läuft aber sofort der linke Flügel den Ballbesitzer an und der kann keinen Pass zum Außenverteidiger spielen und es bleibt nur der lange Ball. St. Gallen ist aber sofort wieder mit 8 Spielern zurück und in Überzahl in Ballnähe. Dritte Szene, gleiche Spielsituation, St. Gallen wieder mit einer Fünferkette vor dem Strafraum. Auf den langen Ball ist St. Gallen sehr aggressiv, versucht Zweikämpfe zu gewinnen, kommt dann kurzfristig nochmal am Ball. Aber dann spielt Basel gut und kann die schlecht positionierte Verteidigung von St. Gallen überwinden. Pass in die Tiefe kommt ideal und im richtigen Moment und es gibt eine 1-zu-1-Situation mit dem Goalie. Eine riesige Chance für ein mögliches 1-0. Goalie klärt hervorragend. St. Gallen hat in Basel mutig gespielt, hat etwas riskiert, aber das hätte gut auch schief gehen können. Das hätte gut auch schief gehen können. Ist es jetzt in diesem Fall nicht? Was ist am Sonntag gegen FC Sion? Warum kann es dort schief gehen, eventuell? Es sind gestern, also St. Gallen hat gestern auch die Euroleague-Quali gehabt und da haben sie auch attackiert, nachher auch mit 10 Mann nach dem Ausgleich, wenn sie denn die Sicherheit wieder kriegt nach dem Ausgleich und haben in der zweiten Halbzeit auch mit 10 Mann vorne attackiert und von dem her gesehen, das ist die Philosophie. Und dass es manchmal nach Harakiri aussieht, ist so. Sie haben gestern unheimlich viele Torschancen zugelassen. Jetzt hier kann es auch 1-0 stehen. Also gerade so Pässe in Tiefe ist natürlich ein Mittel auch für Sion, um zum Erfolg zu kommen, weil der Trainer von St. Gallen wird nichts anderes machen. Ist das die Handschrift von Peter Zeidler? Wird er das wirklich auch in Superliga so weiterführen? Jetzt haben wir ja, die 2 Spiele gesehen, wo es so ist. Er hat sehr mutig gespielt. Er hat es in Sion genau gleich gemacht. Er hat euch das, was er gelernt hat, müssen wir nicht, dass man einfach Pressing machen tut, die Mannschaft unter Druck setzen tut, in der eigenen Hälfte, dass man möglichst schnell auf Ballbesitz wieder ist und nachher die Chance uns nicht zu tun, dass man nicht so wieder weg ist vom Goal. Und ich meine, das ist eine gute Variante und es ist einfach das Risiko, das man ist, durch das, dass man so hoch steht, ist man halt in der Tiefe verletzbar. Und das hat man gesehen in Basel, hat man gestern gesehen im Europa. Köpfspiel, wie einfach, dass dann nachher die Verteidigung kann, ausgeschaltet oder überspielt werden. Und darum ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass er da die Stabilität noch drin bringt. Wir haben im Mittelfeld auch neue Spieler geholt: Jordi Quintilla, Derek Couteso, Machid Hashimeru. Was bringen die Spieler auch in diesem Trio für Qualitäten mit, die die Mannschaft weiterbringen kann? Hashimera hat mir gestern sehr gut gefallen. Ein unheimlich laufstarker Spieler, eben der auch nach vorne verteidigt, der mutig attackiert, der nach vorne auch geht in die Box, der beim Tor gestern beteiligt war. In der Rückwärtsbewegung können sie sich alle noch verbessern, das hat man auch gesehen. Auch er, wo er eigentlich vor der Abwehr spielt oder im Mittelfeld spielt. Quintilla ist ein Barcelona-Spieler, Barça B, also der hat auch unheimliche Qualitäten technisch, muss gestern als Innenverteidiger einspringen nach dem Platzverweis von Milutic, war natürlich nicht seine Position, aber da hat er natürlich wunderbare Spieler gekriegt, also die zwei sind schon sehr auffallend. Und von dem her gesehen, glaube ich, braucht er unheimlich agile Spieler, mutige Spieler, schnelle Spieler, die da auch attackieren und das spricht auch für junge Spieler. Beim FC Sion hat man sehr viele neue Spieler geholt, aber das Problem sind ein bisschen die Alten geblieben. Wir haben letzte Saison viel über Chancenverwertung geredet, aber es ist immer noch das Problem. 15 Schüsse innerhalb des Strafraums auf das Goal, 1 Goal ist daraus entstanden. Muss man einfach mal 2 Goal machen aus 2 Schüssen oder ist das wirklich ein tiefliegendes Problem, das man einfach irgendwie nicht so in den Griff bekommt? Ich muss natürlich sagen, es sind sehr junge Spieler geholt, die jungen Stürmer. Und die müssen sehr schön Füße fassen. Und ich sage immer, im Schweizer Fußball Füße fassen ist nicht so einfach. Da braucht man gewisse Zeit. Die ganze Änderung und sich von anderen Ländern her. Und da wird anderer Fußball gespielt. Aber man muss eine Zeit lassen. Ich glaube, der Gros von der Mannschaft ist ja geblieben. Das Mittelfeld mehr oder weniger ist das gleiche gewesen, wie die letzte Jahr auch. Verteidigung war ähnlich gewesen. Im Prinzip braucht es einfach sehen, dass Quinken Glück, dass mal ein Goal reingeht und unerwartet ein Goal gibt. Und dann gibt es den Knopf lösen. Und vor allem für die jungen Spieler ist das sehr wichtig, dass sie durch das nachher befreiter aufspielen können. Ja, Top-Start in die neue Saison hat der FC Lugano und auch der Meister IB verwünscht. Und die beiden Mannschaften die treffen jetzt am Sonntag im Cornaredo zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander. Lugano hat letzte Saison gegen IB nie gewonnen und am meisten gegen Goal kassiert. Was muss die Defensive jetzt besser machen, wenn die starke Offensive von der Berner kommt? Also
Bern ist für mich im Moment die absolute Top-Mannschaft. Ja. Auch wenn sie jetzt die Innenverteidigung Nuhu verloren haben. Der Wüttrich hat im letzten Spiel schon von Anfang an gespielt. Das hat Sache grundsätzlich gut gemacht. Und von dem her gesehen sind die brutal eingespielt. Sie haben ja auch Abläufe. Sie haben eine unheimlich gefährliche Offensive. Und von dem her gesehen wird es ganz schwierig für Lugano, das alles zu verteidigen. Weil GC hat auch das ein oder andere Momentum gehabt, wo natürlich nicht für sie lief. Und aufgrund dessen hat IBE auch verdient gewonnen. Aber ich denke einfach, dass IBE sich da durchsetzen kann und wird, wenn sie es wirklich ernst nehmen, so in die Saison rein zu starten, weiterhin, wie sie das jetzt auch angedeutet haben gegen GC. Du hast vorhin den Abgang von Kasim Nuhu schon thematisiert. Er ist in die Bundesliga gegangen, zu Hoffenheim. Man hat schon Ersatz-Code-Innenverteidiger, der Ali Camara. Kann er irgendeinmal ein zweiter Kasim Nuhu werden? Das ist noch sehr ein junger Spieler. Ja, sicher kann er das werden, weil man soll ja diesen jungen Spielern die Chance geben. Sonst wäre ja, die jungen Spieler brauchen ja immer das. Und das war ja bei uns genau das Gleiche gewesen. Wir sollen als junge Spieler irgendwann einsteigen. Und das ist auch wichtig, dass ein Trainer Vertrauen hat zu diesen jungen Spielern. Er muss sich jetzt auch noch integrieren in der Schweiz. Aber man sieht auch, dass man eben einen Ersatz hat wie ein Wüttrich, der da ohne Probleme kann, einspringen kann. Und von dem her mache ich mir keine grossen Gedanken, dass der IB in ein Verteidigungsproblem wird. Ja, von zwei Mannschaften, wo der Saisonauftakt geglückt ist, kommen wir zu zwei Mannschaften, die in der ersten Runde verloren haben. Der FC Thun spielt am Sonntag gegen FC Luzern, das im ersten Heimspiel. Und beim FC Thun hat man gegen FCZ zwei ganz verschiedene Halbzeiten gesehen. Die zweite Halbzeit war gut, in der ersten Halbzeit hat man Mühe gehabt, den Tritt ins Spiel zu finden. Das haben wir in der Vergangenheit beim FC Thun auch schon mal gesehen. Wie schafft man das? Was würdest du als Trainer? Sie sind mutiger auftreten. Von dem her gesehen haben sie dann auch Torchancen. Ich glaube, sie haben eine super Offensive mit Rossetti, Sorgic und Spielmann. Die sind im Moment noch zusammen. Also von dem her gesehen, das ist richtig Qualität auf dem Platz, finde ich. Und da erarbeiten sie sich auch Torchancen, wenn sie wirklich dann auch den Weg nach vorne finden. Und das haben sie ja schon in der zweiten Halbzeit. Wieso das der Fall ist, ist immer schwierig zu sagen. Der Gegner hat vielleicht auch mal was dagegen. Also in dem Fall der FC Zürich. Aber mir gefällt Thun von der Aufstellung her wieder sehr gut. Und ich hoffe für sie, dass sie die Mannschaft auch vor allem offensiv so zusammenhalten können. Ein Spieler, der schon überzeugt hat, war Basil Stillhardt, den man von der Challenge League geholt hat, vom FC Weil. Du kennst ihn noch. Er hat unglaublich gute Zweikampfquote und auch sehr viele Ballkontakte. Was zeichnet ihn aus? Was bringt er für Qualitäten mit? Ja, bei Konrad Fünfstück hat er eine Dreierkette rechts gespielt. Jetzt spielt er etwas weiter vorne. Ich kenne ihn auch noch als defensiven Mittelfeldspieler im 4-2-3-1 zum Beispiel, also schon ein Abräumer, kann natürlich auch gute Diagonalball schlagen, hat einfach die Qualität, die ein Mann in der Zentrale braucht. Die Nummer 10 ist er sehr wahrscheinlich nicht, die er jetzt auf dem Rücken hat, aber das soll ja nichts mehr aussagen. Heutzutage sind die Rückennummern nicht mehr bedeutend, aber ich finde es ein typischer Thun-Transfer, weil sie halt in der Challenge League sich bedienen bei wirklich Top-Spielern, die dann auch über Thun vielleicht einen weiteren Weg machen können, nächsten Schritt. Der FC Luzern hat auch für Schlagzeilen gesorgt, weil sie einen neuen Stürmer geholt hat. Man hat dort schon gemunkelt, geht der Tommy Juric oder nicht, das weiss man immer noch nicht. Aber sie hat jetzt einen Nigerianer geholt, der Blessing Eleke. Was bringt er für Qualitäten im Sturm vom FC Luzern? Man muss einfach immer wissen, die Dunkelhütigen sind immer sehr schnelle Spieler, wirbelige Spieler. Und ich glaube, dass das um das Spiel vom FC Luzern geht. Ob es Juric geht oder nicht, lassen wir es da dahingestellt. Ich glaube, jeder Trainer ist froh, wenn er mehrere Möglichkeiten hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das letzte Jahr hat auch andere Goal geschossen vorne. Wenn man denkt, wie Luzern zu diesen Goal ist gekommen. Also ist nicht nur alleinig der Stürmer selber entscheidend gewesen, weil das ja der Schürfer gewesen, der regelmässig getroffen hat. Und ich glaube, es ist ein neuer Trainer da und jetzt muss man halt auch die Scheinidee eben auch noch wieder verwirklichen und können umsetzen und die Mannschaft nachher. Ja, das Highlight vom Wochenende ist natürlich auch das Zürcher Derby zwischen GC und dem FCZ. Und der GC-Trainer Thorsten Fink hat schon ganz klare Worte gewählt. Die Nummer 1 im Kanton. Das gesteckte Ziel von GC. Für den Trainer absolut realistisch. Ich finde das nicht überheblich, wenn man sagt, man will davor stehen. Stellen Sie sich mal vor, ich sage, wir wollen hinter den FCZ uns einreihen. Das ist doch auch nicht gut. Ich will halt einen Europa-League-Platz oder wir wollen das. Das ist sehr wichtig. Und am Ende natürlich, wenn es geht, auch den FCZ überholen. Wir wissen aber auch, dass sie im Moment noch vor uns sind, einen Schritt voraus sind, aber die Saison ist lang. Ein Ziel, das auch mit dem Rückkehrer Shani Tarajay erreicht werden soll. Der Einsatz des Stürmers ist aber noch nicht sicher.
Im Moment hat er noch keinen Fixplatz in der Startelf. Er muss sich auch noch gedulden. Ich glaube, dass er ein bisschen noch aufholen muss. Wir werden ihn aber dahin kriegen, denke ich, weil er ist ein hervorragender Fußballer. Aber wir sind froh, dieses Element in der Mannschaft zu haben, wenn wir was ändern müssen. Und dann haben wir schon einen super Spieler und wir freuen uns auf ihn in diesem Jahr. Ja, wenn ihr noch mehr vom Thorsten Fink zum Derby wollt hören, dann könnt ihr das machen unter www.teleclubsport.ch. Der Shani Tarashay hat er erwähnt. Er wird noch auf der Bank hocken. Mit einem Call von Everton mit einem Einjahres-Leihvertrag. Er hat Erfahrungen können sammeln im Ausland. Wie weit kann er die Mannschaft bringen? Es ist halt immer fraglich, wie er von der Spielpraxis her aufgestellt ist, weil die fehlt einfach. Und das ist eigentlich ein Merkmal, wo oft bei Spielern halt es dauert dann länger, um sie um Tritt zu fassen, auch in der Schweiz wieder. Und dann sind manchmal die Erwartungshaltungen wieder höher, weil er aus einem großen Fußballland kommt. Und die Mischung macht es manchmal gar nicht so einfach. Auch GZ hat ein neues Trio im Mittelfeld. Bahoui, Holzhauser und Sigurd Jonsson. Was bringen die drei für Qualitäten mit? Ja, Sigurd Jonsson hat man ja das letzte Jahr schon gesehen, was er in St. Gallen gebracht hat. Und das ist eigentlich sehr unverständlich war, wenn man sieht, dass GC so einen Spieler einfach den uns entlehnt oder weggeschickt, wenn man so will sagen. Und der Holzhauser. Ja. Muss ich sagen, hat mich sehr positiv überrascht, wie der gespielt hat. Der noch zu wenig kennt. Aber ich dass ich dich unterbreche, der Raphael Holzhauser habe ich beim VfB Stuttgart gehabt, in der zweiten Mannschaft, yeah, als Spieler. Da kam er direkt aus der A-Jugend. Und er wurde eigentlich forciert natürlich. Er war Internatsschüler oder halt Spieler beim VfB Stuttgart und war durch seine Körpergröße schon viel weiter als andere. Und ich musste ihn quasi einsetzen. Er war dann auch sicher gut. Aber beim jungen Spieler muss ja auch manchmal den Kompromiss machen. Das war nur der erste Schritt für ihn quasi in der dritten Liga. Da hat der Bernd Leno im Tor gespielt und eben der Raphael Holzhauser. Und er hat jetzt eigentlich in den Weg in die große Liga nicht geschafft. Er hat jetzt über Österreich, weil er ist ja Österreicher, seinen Weg gemacht und ist jetzt bei GC, weil er den Finking gut kannte oder kennt. Und von dem her gesehen, ist er da gut aufgekommen, meiner Meinung nach. Aber den Schritt, den er damals beim VfB man angenommen hat, dass er in einer großen Liga, sag ich mal, der Leader sein könnte, das hat er nicht geschafft. Aber jetzt bei GC ist es ihm zuzutrauen. Ja, aber das ist schon gut. Aber ich muss sagen, ist sehr präsent, ist die Mannschaft dirigiert, dort leitet. Ich muss schon sagen, da sieht man, wie die Qualität er hat. Und wie gesagt, das ist ein bisschen überrascht. Und ich glaube, wichtig ist euch, dass er jetzt hier in Ruhe das machen kann, der Trainer ihm das Vertrauen gibt. Und dann kann er sicher nachher den Schritt machen, den er vielleicht jetzt noch verpasst hat. Ganz kurz eine ganz spannende Aussage gesagt hat der Thorsten Fink. Wir wollen Ende Saison vor dem FCZ platziert sein. Realistisch, oder? Ja, er muss es ja sagen. Ich meine, er muss das Derby lancieren und zweitens muss er sich platzieren oder positionieren. Aber als manche hat es gesagt. Aber der FCZ hat schon einen sehr guten Kader, finde ich auch. Die Mischung stimmt, der Trainer ist schon lange erkennt, die Mannschaft. Jetzt hat er auch schon Erfolg gefeiert mit ihren Köpsig. Und von dem her gesehen ist der FCZ einfach im Moment sicher doch einen Schritt voraus. Und noch zum FCZ. Der Ludovic Magni hat im ersten Spiel gegen FC Thun ein bisschen mit der Taktik experimentiert. Drei verschiedene Spielsysteme hat er gewählt. Ist das, weil er noch nicht genau seinen Weg gefunden hat oder weil er den Gegner schon verwirren will? Ja, ich glaube, wenn man mit drei Systemen spielt, ist es für mich schon so, dass man sich dort anpassen zum Teil vom Gegner. Man hat gesehen, Thun ist zweieinhalb stärker geworden, er musste Korrekturen machen, er hat im Prinzip den Nerv nachher reingebracht, um die Stabilität wieder zu bringen. Und darum sage ich, für mich sind zu viele grosse Wechsel, finde ich nicht unbedingt ideal für eine Mannschaft, weil da müssen wir immer wieder umstellen. Und auf der einen Seite hat er schon gesagt, er will unberechenbar sein für den Gegner. Aber er hat es eigentlich umgestellt, weil er sich in der Defensive verstärken musste, nicht unbedingt offensiv. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft auf das so, die ganzen Wechsel immer von einem System reagieren kann. Ja, wir sind schon fast am Schluss der Sendung, aber hier geht es spannend weiter mit Schutten, nämlich am 7:45 mit dem Challenge League Match zwischen dem FC Winterthur und dem FC Aarau. Und gleich wartet noch ganz eine andere Liga auf euch, nämlich die Champions League. Die größten Stars. Die besten Teams. Die schönsten Tore. Wir haben sie alle. Alle Spiele der UEFA Champions League nur bei Teleclub. Wir freuen uns auf dich.
Ja, der nächste Termin, den ihr euch in der Champions League im Notizbuch ganz fett müsst markieren müsst, ist nächsten Mittwoch, der 1. August. Dort bestreitet der FC Basel das Rückspiel gegen Park Saloniki. Und mein Kollege Gianni Wieler begrüßt euch dann ab der 7:30 live aus dem St. Jakob Park. Der FC Basel, kommen Sie weiter in die Champions League, Josh? Ich hoffe, es ist schwer für den Schweizer Fußball. Und ich meine, man gesehen kann, die Saloniki kann man sicher schlagen. Und vor allem hast du die Möglichkeit, dass man den Weg weiter machen kann, den Basel bis jetzt eingeschlagen hat, in der Champions League. Was sagt dein Bauchgefühl, Jürgen? Der Anschlusstreffer war Gold wert. Auch matchentscheidend jetzt über beide Menschen. Ich denke, dass sie weiterkommen. Aber dass sie sich für die Champions League leider nicht qualifizieren, weil die nächste oder übernächste Runde wird eine Endstation sein. Merci vielmals, dass ihr da seid. Danke. Danke. Ja, und euch daheim wünsche ich ganz einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende wieder. Macht's gut. Bis gleich. Ade. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.